Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, hier haben wir aufgehört auf Island 1 und dann sehen wir uns das mal an. Würde ich jetzt mal behaupten. Hallo, auf Besichtigungstour. Ist das warme Klima hier nicht großartig? Kann ich nicht beurteilen, ich spüre das nicht. In mir gibt's keine innere Wärme mehr. So. Die Jugend wird von den großen Städten geradezu magisch angezogen. Ich will aber für immer hier bleiben. Ja, so ein karibisches Paradies wäre ja auch was. Wird nur bei der Baumwall hier nicht sagen, dass es ein karibisches Paradies ist. Wir sind hier auf einer Insel, mitten im Nichts. Wir freuen uns, dass ein aufrechter junger Mann wie Celio bei uns ist. Meine Enkelin war ob Celios neuem Freund ganz aufgeregt. Was ist das denn für ein Satz? Meine Enkelin war ob Celios, das ist ja ganz altes Deutsch. Irgendetwas über einen berühmten Pokémaniac. Ich bin mir nicht sicher, aber Celio ist der Mann dafür. Ja, das denke ich auch mal. Wenn die Sonne scheint, gehe ich hinaus und betrachte den Vulkan. Das ist meine tägliche Routine. Das heißt, täglich scheint die Sonne. Lass mich nachdenken. Wann ist der Glutberg zum letzten Mal ausgebrochen? Im Hilfemenü? Achso, okay, die braucht ein bisschen zum Nachdenken. Na gut, hat nichts mehr zu sagen. So, dann haben wir ja ein sehr wasserfähiges Lapras. Wollen wir gleich mal... Nidoking meinte ich. Echt? Ich hab's Lapras nicht? Ja, das kann sein. Ups, passiert. Ein Schild, was steht drauf? Glühweg, das ist der Glühweg. Und Zertrümmerersteine sehe ich. Gibt's also auch in dem Spiel. Ein schönes Ponita. Metallklaue, ich würde dich gern fangen. Du kannst zumindest nicht Finale einsetzen. Zumindest nicht, dass ich das wüsste. Ich weiß, dass das nicht sehr effektiv ist. So, jetzt wird es auch noch vom Rückstoß getroffen. Da dürft ein Hyperball doch nicht fehlplatziert sein. Bälle, Bälle. Wo sind meine Bälle? Ja, Hyperball. 62 Stück noch. Na, ob das für Lavados reicht? Arktos hat sich richtig angestellt. 1, 2, 3... Ponita! Ein neuer Pokédex-Eintrag, Verzeihung. Was haben wir denn? Sein Körper ist leicht und seine Beine extrem kräftig. Es kommt mit einem Sprung über den Ayers-Rock. Was ist denn jetzt ein Ayers-Rock? Wieso hat es das in den Pokédex-Eintrag geschafft? Muss ich das wissen? Sollte ich das wissen? Mein Mittagessen hat uns gesättigt. Kämpfst du gegen uns, damit wir ein wenig Bewegung bekommen? Was laberst du mich mit deinem Mittagessen voll? Achso, du bist eine Picknickerin, keine Pfadfinderin. Na gut. Das ist doch ein Mauzi, wieso stand da unten Clara? Das war ein schöner Spitzname für eine Katze. Gut, ich kann ja schlecht reden. Meine Hasen heißen auch ein bisschen komisch. Die heißen Nudel- und Tomatensoße. Ja, weil ich das lustig fand und immer noch finde. Ach, die Picknickerin heißt Clara. Ups, da habe ich was verlesen. Kann passieren, oder? Aber wäre trotzdem ein guter Name für einen Mauzi. Nee, ich will es für einen Mauzi nicht wechseln. Gibt es eigentlich schon die Weiterentwicklung von Mauzi in dem Spiel? Nee. Das heißt irgendwie Snobili... Ich habe keine Ahnung. Das war, glaube ich, der englische Name oder ein Fragment vom englischen Namen. Ich glaube nicht, dass es das in dieser Generation schon gibt. Eisstrahl auf jeden Fall. Was verlernst du dafür? Konfustrahl, Abgesang. Das klingt eigentlich auch gut. Body Slam, Weißnebel, weg damit. Und schwupp. Sehr schön, jetzt kann es Eisstrahl. Es ist schon mal deutlich effektiver geworden. Und ein Pipi. Das bringt mich höchstens zum Einschlafen. Ja, das lass man nicht zu. Flammenwurf. Ja. Kein Risiko eingehen. Es ist zwar klein und pink, kann aber trotzdem eine Menge. Da fällt mir auch noch anderes Zeug an. Ein, in dem Zusammenhang. Das brachte mich ins Schwitzen. Das ist aber nicht gut, so kurz nach dem Essen sich zu überanstrengen. So, wo kommen wir denn hier oben überhaupt hin? Auf jeden Fall zu noch einer Picknickerin. Ich schick mal deine Eltern vorbei. Ein Ponita habe ich schon. Moin. Einen Moment.
Ist mir wieder was von meinem Controller abgefallen. So, das muss jetzt so klappen. Flucht. Sehr gut. Ich hoffe, ich denke dran, die Stelle zu schneiden. In meisten Fällen denke ich an sowas. Alles schmeckt großartig, wenn du in der Natur bist. Wieso redest du wie ein alter Mann, obwohl du ein junger Picknicker bist? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der verstellt gerade auf seine Stimme. So, Danilo. Auch ungewöhnlicher Name. Daniel hätte ich ja noch durchgehen lassen. Flügelschlag. Na, nicht überleben, ich will nicht vergiftet werden. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Und ein Sandarmer. Wo hast du das denn ausgegraben? Was hilft da? Flammenwurf, warum nicht? Wofür haben wir denn die Flammenwurf-Attacke, wenn wir sie nicht einsetzen wollen? Aussetzen wollte ich nichts. Und ein Radikal, das hätte ich gern ausgesetzt, also. Das ist mir da nicht schade drum. Flammenwurf. Bisschen übertrieben, aber es hat seinen Job erfüllt, also was will man mehr? Lieber mit Gewehren auf Spatzen schießen? Nee, irgendwie ging der Spruch anders. Ah, vergeigt. Ja, dabei hast du noch nicht mal eine Geige. Ich glaube, das war auch der erste Fiedler. Wenn man geigt, dann braucht man eine Geige. So, da ist noch jemand. Okay, Zertrümmerer kann ich ja noch gar nicht. Da wollen wir mal hier hoch. Werden wieder angegriffen. Ah, Ponita. Kannst du nicht mal andere vorbeischicken? Wir wissen, dass du hier im Gras bist. Ist dein Revier, das ist schön. Wir sind jetzt aber fertig mit dir. So, jetzt noch ein... Nein! Nicht noch ein Ponita. Oh! Doch, Snobilikat. Habe ja vorhin versucht rauszustammeln. Gibt's anscheinend auch in dem Spiel. Was macht man denn am besten? Ich würde auch sagen Metallklaue. Ich würde es nämlich gern fangen. Das ist so ziemlich meine uneffektivste Attacke. Na, ein Glück hat das nicht gekillt. So. Hyperball. Achso, ein Meisterball hätte man ja auch noch. Ah, das für ein Snobilikat, das echt geschwächt ist, zu verschwenden, wäre... eine andere Art von dämlich. Ich bin zwar dämlich, aber das wäre eine andere Art von dämlich. Es ist aufbrausend. Nimm dich in Acht, wenn es seinen Schweif aufrichtet. Das ist ein Anzeichen, dass es zuschlägt und beißt. Nein! Also eine ganz normale Katze. Nietzsche-Tatze. Die ein Snob ist. Na gut. Hier unten können wir auf jeden Fall lang surfen. Ja, Wasser ist tiefblau und schön erfrischend. Und hier unten lag irgendwo ein Item. Bestimmt ein Sonderbonbon oder was anderes sehr Wertvolles. So, Tentacha. Brauchen wir uns nicht damit auseinandersetzen im Moment. So, Item. Topschutz. Naja. So viel zu sehr wertvoll. Aber brauchen Tumas, also. So, dann in den Kampf mit dem da oben. Habe ich beim Schwimmen nur eine Pause gemacht, um von dir herausgefordert zu werden? Wer fordert hier wen raus? Möchte ich nochmal ganz klar definiert haben. Du hast ein Muschas und gleich hast du ein Muschas weniger. Sehe. Schlitzer. Warum denn nicht? Ein Schalentier kann man Schlitzer einsetzen. Und ein Ausstoß. Und ich wette, danach hast du wieder ein Muschas. Oder bei meinem Glück ein Tentacha. Schlitzer. Warum nicht? Oh. Aurora-Strahl. Warum machst du denn sowas? Aurora-Strahl. Macht schon mehr Sinn. Bist ja nicht ein Harry Potter-Charakter, der Aurora geworden ist. Komplett subverted meine Expectation. Du hast einen Shilock. Und das ist auch so schön lila. Also ist es definitiv kein Shiny. Oder ihr habt beide Glück. Du und Kevin. Nee, wird schon passen. Und Schwimmer Michel wird besiegt. Hey, was? Du bist wirklich gut. Alter, $152 und das sogar mit Münzamulett. Der hat gar kein Geld mitgenommen in seinem Bikini-Badeaccessoire.
So, ihr wollt mich wahrscheinlich beide fertig machen, ja. Kleide dich für einen Kampf. Wechsel dieses unwürdige Outfit. Wer trägt hier, keine Ahnung, eine Unterhose über dem Kopf? Das machst du, nicht ich. Die haben ein cooles Käppi. So, Macholo mochte Flammenwurf nicht. Und du mochtest Flügelschlag nicht. Das war, was du gar nicht mochtest. Schon lang her, seitdem wir das letzte Macholo gesehen haben. Aber die Erinnerung wurde reaktiviert. Hoffentlich reicht die für die nächsten 5 Minuten. Boah, das Mashup dürfte sich dann ebenbürtig verhalten. Dann wollen wir auch mal testen. Flügelschlag. Schlag zu und sehr effektiv. Wunderbar. Und es wird besiegt. Labras erhält auch Punkte. Enrico wird besiegt. Warum gerade ich? Ja, du wolltest mich doch hier herausfordern. Jeden Morgen vorm Frühstück schwimme ich um diese Insel. Ja, gib halt weiter an. Das würde ich nicht jeden Tag machen. Das würde ich nicht mal einmal im Jahr machen. Auf so einem Jetski, warum nicht? Ah, dann nach dem Frühstück vielleicht. Flügelschlag. Hast du jetzt auch nur einen Marshock? Weil dann seid ihr wirklich nicht gut ausgerüstet. Ich hoffe, du hast einen Kickli. Nee, du hast einen Marshock. Na gut. Ihr seht ja auch identisch aus. Was habe ich eigentlich erwartet? Irgendwas anderes. Mehr Abwechslung. Wer das in Dune? Mehr Spice. Wir sind aber nicht in Dune. So. Schnauf, schnauf. Ja, ja. Ja, mit der Kohle. So, was haben wir hier? Entfache das Feuer in dir. Glutherme. Ich glaube, die heilt uns sogar. Schauen wir mal. Ist das nicht schön hier? Ein Thermalbad soll heilende Wirkung haben, sagt man. Ja, das hoffe ich doch. Dann können sich all meine Pokémon entspannen. Sieh in mein Gesicht. Siehst du, wie glatt meine Haut ist? Nee, sorry, Omi. Das Wasser vom Thermalbad hält meine Haut so jung und straff. Schön, den Glauben nehme ich dir nicht. Ui. Das Wasser ist so schön warm. Genau richtig. Klasse. Lukas und das Team fühlen sich erfrischt. Ah, das ist himmlisch. Das Wasser wärmt mich überall. Spring auch rein. Ich bin schon drin. Schwimm in die Mitte. Entspanne und dir wird ganz wohlig warm. Ja, ich weiß, überall. Mein Lieblingsteil vom Baden kommt jetzt gleich. Ich genehmige mir eine sämige Fischsuppe, um mich auch von innen aufzuwärmen. Boah, Thermalbad und dann noch eine heiße Suppe essen, ich weiß ja nicht. Thermalbäder und Vulkane gehören zusammen. Die Glutherme hier habe ich vor Jahren errichtet. Ich habe das Becken mit meinen Händen aus einem riesigen Stein geformt. Damals habe ich dies benutzt. Ich denke, ich kann mich davon trennen. VM6, Zertrümmerer. Damit pulverisierst du Felsen, als wären sie aus Pappe. Na gut zu wissen, dankeschön. Na gut. Thermisch erholt. Das ist ja wunderbar. Dann können wir gleich weitergehen. Und zwar nach oben. Ich möchte auf jeden Fall Surfer einsetzen. Nein! Dachte, ich bin weit genug weg. Das Wetter ist wunderbar. Perfekt für einen Kampf. Perfekt? Hab ich noch ein bisschen LAS? Eigentlich nur eine Leseschwäche. Ein Simon. Ein Dämon des Wassers. Schlitzer. Warum nicht? Meeresgetier. Boah. Volltreffer. Hat funktioniert. Was will man mehr? Her damit und her damit. Noch ein Simon. Na gut. Die Silberattacke nochmal. Und da es eine Schwimmerin ist, wird die garantiert kein Geld dabei haben. Nein, Windhose. Ich habe doch nicht mal eine an, während ich das Let's Play mache. Nochmal ein Schlitzer. Ah, dass das so knapp überlebt hat, das hätte nicht sein müssen. Nein, auch noch vergiftet. Ein Jammer. Jutta wird besiegt. Und $148. Danke, davon kann ich mir nichts kaufen.
ja, wir sind vergiftet, das Spiel teilt uns das auf eine freundliche Art und Weise mit. Da müssen wir nochmal ins Thermalbad. Tjo, ja, ich weiß. Ja, ich weiß, einmal hätte gereicht. Hui! Ist schön, dass das Thermalbad gegen Gift hilft. Wusste aber nicht, dass Simon mich auch vergiften kann. Man lernt jedes Mal dazu. So, nochmal das Gleiche. Außer den Part mit dem Vergiften und dem Kämpfen. So, da kommen wir durch, da kommen wir durch. Hier ist ein einsamer Angler, da kommen wir drüber. Müssen uns ja nicht mit jedem hier Pimpf anlegen, der glaubt, der wär's. So, hier aber auf zum Vulkan, hoffe ich doch mal. Glutberg. Ja, das sieht vulkanisch aus. Hier können wir Stärke einsetzen. Ja, ich möchte auf jeden Fall Stärke einsetzen. Danke, Spiel. So, und dann schauen wir mal, ob das hier überhaupt was bringt. Wird im gleichen Zug, bevor ich es nachher irgendwie nochmal machen muss, Zertrümmerer gleich mal an Nidoking weitergeben, das Wissen davon. Ja, ja. Ich glaube, das kann schon 3 VMs. Ja, Mega-Hieb. Schade drum. Auf Wiedersehen. Aber Nidoking ist dann richtig nützlich. 4 von den 7 VMs, die es gibt, kann das. Wunderbar. Ich mag's, wie sie es in Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu gelöst haben. Mit dem Pikachu, das dann die Fähigkeiten hat, das mal rufen kann. So, weißt du, wie in Vulkanen Höhlen entstehen? Nee. Und gilt auch die Umkehrung. Wer bist du denn? Pokémon Ranger Almut. Du siehst nicht wie ein Almut aus, aber ich judge nicht. Ein Knuffinger. Knuffig und knusprig. Das wäre ein guter Folgentitel. Wenn ich mich dran erinnere. So. Das haben wir schon mal. Und ein Duflor. Wäre jetzt klasse, hätte die zum Schluss noch ein Giflor. Dann wäre es mal richtig die Evolutionsreihe hoch. Das wird mir gefallen. Ist doch eine Evolutionsreihe. Angaben ohne Gewehr. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe Halbwissen im Kopf. Nö, noch ein Duflor. Na gut. Kann nicht alles haben im Leben. Schnell Flammenwurf, weil die Teile sind auch giftig wie die Socke, die bei mir seit Monaten unterm Bett liegt und an die ich einfach nicht rankomme. Müsst mal so einen Besenstiel mir irgendwo organisieren. Spieler besiegt Pokémon Ranger Almut. Aua, du bist erschreckend gut. Ich nehme das als Kompliment. So, wo geht's hier lang? Ach, einfach nur. Es hat sich ja gelohnt. Ja, natürlich soll Zertrümmerer eingesetzt werden. Wofür haben wir's denn? Ah, da hat sich direkt ein Pokémon unterverkrochen gehabt. Ein Kleinstein! Auf Level 13, was machen wir denn damit? Wir fliehen, weil das so blutrünstig ist. Hier links. Nein, was willst du schon wieder? Ein Vulkan gilt als aktiv, wenn er ausbricht oder kurz vor dem Ausbruch steht. Danke. Danke. Aber wusste ich noch nicht. Björn. Na gut. Oh wei, oh wei. So, ich rechne mal nicht damit, dass er auf die Weiterentwicklung hat. Irgendwie Kokowai heißt das, glaube ich. Glaubt, der hat irgendwie noch so ein Ratten-Pokémon. Das wäre jetzt hier die Krönung, wenn er das hätte. Er hat ein Kokowai. Ich sollte echt nicht so pessimistisch sein in dem Spiel. Manchmal sieht man Pokémon, die man erwarten darf. Ja, also das Pokémon finde ich lustig. Ein Owai finde ich überhaupt nicht lustig. Das finde ich eins der gruseligsten Pokémon, die es gibt. So. Puh, das war heiß. Ich hatte einen Schweißausbruch. Oh je, das kenne ich. Dann geh mal ins Thermalbad. Da fällst du nicht so auf. So, rein in die Höhle. Hui, hui, hui. Und was greift mich hier an? Ein Schneckmack? Nein, ein Macholo. Haben wir auch noch nicht. Mensch, was ist denn mit mir los? Metallklaue. Müssen wir doch auf jeden Fall fangen. Ich glaube, hat uns einfach bis jetzt noch nicht angegriffen. Nein, bleib. Ja. Halt dich zurück mit deinem Überwurf.
So. Können wir auf jeden Fall fangen. Ein Hyperball sollte das erledigen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Auf Anhieb. Wunderbar. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Ich dachte, na egal. Sein ganzer Körper besteht aus Muskeln. Auch wenn es nur so groß wie ein Menschenkind ist, kann es 100 Erwachsene jonglieren. Das würde ich gern mal sehen. Also ist das so eine theoretische Frage oder wie wirft er die? Muss er halt hoch genug werfen? Könnte schon funktionieren. Wie gesagt, würde ich gern mal sehen, wo kommen wir denn überhaupt hier hin? Hoffentlich zum Lavados. Leinstein. Und irgendwie musste ich ja noch einen Meteoriten übergeben, aber der ist auf Eiland. Hab's mir nicht gemerkt. 2, 3, irgendwie sowas. So, da geht's doch tiefer rein. Dann wollen wir mal sehen, wo das Ganze hier hinführt. Erstmal wieder nach draußen, das ist in Ordnung. Und dann... Rätselspaß. Ich mag Rätsel. So, ich würde sagen, nein! Nein! Okay, den bewegt man noch nicht. Was will ich? Wenn ich den nach oben mache, ich hätte den anderen gern einfach nach unten. Na gut, wenn ich das so mache, das so mache, das so mache, das so mache. Ein Lavados. Ein Lavados, dann sichern wir mal. Ich habe nur so viele Hyperbälle dabei. Und dann werden wir es uns einverleiben. Irgendwie. Wird schon klappen. Jaul! Ziemlich jaulitastisch alle. Oh, das sieht richtig cool aus. Habe ich ganz vergessen, wie cool das in dieser Edition aussieht. Ist mein Lieblingsvogel, legendäres Pokémon nach Ho-Oh. Aber von den drei Arktos, Lavados, Zapdos, ist Arktos auf einem soliden Platz 3, würde ich mal sagen. Lavados auf dem klaren Platz 1. Hab aber auch eine Schwäche für Feuer-Pokémon. Schlitzer. So, du setzt Ausdauer ein. Was bringt dir das denn? Gar nichts. Gut, das können wir direkt nochmal machen. Sehr gut. Flammenwurf. Das könnte man auch noch einsetzen. Und dann eventuell muss ich neu laden. Deswegen würde ich das ungern ausprobieren. Wir versuchen erstmal einen Hyperball. Komm schon, Lavados. Auf Anhieb rein. Stell dich nicht an. Auf Anhieb raus. Okay, er stellt sich an. Er setzt ja auch ständig Ausdauer ein. So. Obwohl, wenn es Ausdauer einsetzt, könnte man ihm dann nicht in die Fresse hauen und es wird überleben. Ja, Agilität ist jetzt, ja, schön für dich. Aber agilitier dich doch mal in den Hyperball rein. Wie wär's? Echt bequem da drin. Triffst deine Vogel-Pokémon-Freunde. Mist. Hat ja nur einmal gewackelt. Hyperball, Hyperball, Hyperball. Oh nee. Oh nee. Nein, Feuerwirbel macht keinen Schaden, aber ist nervig. Vor allem, weil jetzt in jeder Runde Text kommt, dass ich in einem Strudel gefangen bin. Und nicht in einem Apfelstrudel, was so mein größter Traum wäre. Hyperball, tu deinen Job. Kostet 1200 Öcken. Ah, das ist doch dämlich. Das ist doch dämlich, dass der Hyperball das nicht schafft. Yay, Feuerwirbel verletzt mich. Beutel, Hyperball. Jetzt aber, ich habe ein gutes Gefühl. Mindestens 2 Wackler. Ach, so viel dazu. Heute spiele ich kein Lotto. Komm schon, irgendwann wird's müde. Das ist wie beim Angeln. Wir müssen das nur genügend müde machen. Dann ist es irgendwann unsers. So, komm schon. Mindestens 2 Wackler. Ach, leck mich. Ich kündige das nicht mehr an. Davon lässt sich's irgendwie beeindrucken. Das können wir nicht haben. So. 1, 2, jetzt. Komm schon, das muss der perfekte Zeitpunkt werden. Und... war nicht. War er definitiv nicht. Das Endergebnis hat mich nicht überzeugt. Ja, nicht sehr effektiv, wa? Kriegst mein Glurak trotzdem platt, wenn du das nur oft genug machst? Ich glaube, ich habe genügend Beleber dabei. 1, 2, nein!
Oh, ich dachte, ich hab für einen kurzen Moment gehofft, dass wir nicht noch 10 brauchen werden. Komm schon, komm schon, komm schon. Zu deinen Freunden. Dann nicht zu deinen Freunden. So, ja, siehst du, kannst deinen hier Agilitätswert gar nicht mehr erhöhen. Weiß also nicht, warum dich so anstellst. Fast. Wollte eigentlich ein anderes Wort sagen. Ja, ja, Strudel, Feuer. Lecker. Lecker Feuer strudelt. Hyperball, komm schon. Nummer 47 bringt das Glück. Oder auch nicht. 47 ist eine Unglückszahl. Zumindest keine spezielle Glückszahl. Irgendwann sollte man mal einen Trank auf Glurak werfen, bevor das echt noch hier abnippelt. Komm schon. Nein! Och nee. Der Zeitpunkt, um einen Trank einzusetzen, ist jetzt. Beinahe hätte ich gesagt, der war schon letzte Runde. Aber es ist jetzt nochmal gut gegangen. So, was haben wir denn? Keine Bärentasche, kein KP Plus. Ich hätte doch einfach gern einen Hypertrank oder etwas ähnliches. Toptrank habe ich schon gesehen. Hypertrank. Ja, wozu ein Toptrank verschwinden? Ah, jetzt geht's dir wieder gut, was? So, das macht wieder wütende Flammenakrobatik. Ich habe aber das Gefühl, erstens, dass ich vom Feuerwirbel befreit wurde und dass das Lavados jetzt ziemlich, ziemlich müde ist. Glaubt, es wird sich gern in einem Hyperball entspannen. Eins, zwei, Scheibenhonig. Oh, komm schon, stell dich nicht so an. Die sollten so Chloroformbälle einführen, die Pokémon dann zum leichten Einschlafen bewegen und man die dann ganz einfach fangen kann. Ich schreibe mal einen Brief an Game Freak und an der Pokémon Company. Wenn's im nächsten Spiel drin ist, habe ich mein Ziel erreicht. Also im nächsten Gen 9, Gen 8, Gen 9. Das, was nach Sword and Shield kommt. Nee, nach Karmesinrot und Burgund. Nee, keine Ahnung, wie das andere heißt. Kaminblau. Irgendwie sowas. Komm schon. Zwei. Nein! Könnte ich mich aufregen? Ja, hör auf, deine Initiative zu erhöhen und komm einfach jetzt aber wirklich... Nein, kein Hilfemenü. Das Lavados bräuchte ein Hilfemenü, wie man sich als gescheites, legendäres Pokémon denn zu verhalten hat. Nee, ich verstehe schon. Das muss ja hier auch ein Erlebnis sein, dass man mal sowas Legendäres fängt. So einfach können die das nicht machen. Aber jetzt ist Schluss. Bei den nächsten paar Wellen. Ach, dafür wird sich echt lohnen, das noch einen Statuseffekt zu versetzen. Nein, kann ich nicht. Hab nix dafür auf Lager. So. Mehr als Hyperbälle verschwinden kann ich auch nicht. Doch, ich könnte einen Meisterball einsetzen. So frustriert bin ich tatsächlich noch nicht. Irgendwann. Wär's ein Shiny Lavados? Ja, aber so. Na ja, komm. Schöner Ball. Schöner... Okay. Ich glaube, so leicht lässt sich das nicht austricksen. Okay. So, jetzt kommt ein Ball. Da ist ein schönes Steak drin. Bisschen Ponita-Hüfte. Okay. Hat zu schnell gegessen. Sonst hätten wir es gehabt. Aber Steak scheint schon mal gut zu sein. Hier, mit Linsen und Spätzle. Bleib drin. Schön die Linsen. Okay. Kein Fan von der lokalen Küche, was? Na gut. Dann wir finden noch raus, was es am liebsten essen mag. Ich möchte auf jeden Fall keinen Hyperball, sondern einen Hypertrank essen. Schmeckt wie Schokoladenmilch, nehme ich mal an. Zumindest vitalisiert mich das auch so. So, nicht sehr effektiv, sag bloß. Na, okay, Feuerwirbel ist erstmal befreit. Wir sind befreit aus dem Feuerwirbel.
Da geht schon das ganze Sprachzentrum in Urlaub, weil das Lavados einfach nicht rein drin bleiben will. Ja, schlug fehl. 34 haben wir noch. Ich gehe hier nicht ohne Lavados weg. Vielleicht ja doch. Was stellt sich das so an? Ganz ehrlich, Leute. Vielleicht gibt's ja auch eine bessere Strategie, die ich nicht kenne, aber ich kenne keine. Ja, das war ein Satz. Der reiht sich zu den anderen ein. So. Jetzt kannst du wohl nichts mehr machen. Jetzt einfach drinnen bleiben. Wie kann man denn so stur sein? Schade. Yay, erneuter Feuerwirbel. Das hat man doch schon. Ja, sehr warm hier. Gefällt mir. Toll machst du das. Würdest du jetzt bitte zu den anderen gehen? Die vermissen dich. 2. Alter, wir haben noch nicht mal 3-mal gewackelt. Das ist schon eins, das sich wirklich sehr ungern fangen lässt. Nicht mal 3-mal gewackelt bis jetzt. Damit ist es ja noch nicht erledigt. Ich muss ja ein 4. Mal zucken. Ja, gleich beim 1. wieder. Du bist mir eine Flitzpiepe, Lavados. So gut bist du gar nicht, ich will dich trotzdem haben. Du bist cool. Komm schon. Coolste Pokémon, brauchst am meisten Hyperbälle. Ja, grad sag ich's noch. Glaubst du, langsam muss ich echt hinskippen zum erfolgreichen Wurf? Will euch ja hier auch nicht mit meinen missglückten Fangen versuchen. Nerven und quälen. Es geht halt nicht schneller. Nicht mit dem, was ich im Inventar habe, außer mit Meisterball. Jetzt sind wir so tief drin, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, den nachträglich zu werfen. Vor allem gibt es ja noch ein paar Legendäre und vielleicht mal ein Shiny, das sich wegtele... Alter Schwede. Macht so spannend, aber echt, wir haben glaube ich jetzt, das ist der 25. Hyperball. 1, 2... Boah, ein Glück seht ihr mein Gesicht dabei nicht. Das ist etwas verkrampfter als für gewöhnlich. Komm schon. So schwer kann's nicht sein. Ich bin nettes Härchen. Ach, irgendwann hast du keine Attacken mehr und dann wirst du es bereuen. 1. Scheiße. Na komm schon. Mehr als 30 bist du definitiv nicht wert. Das ist viel umgerechnet in Geld. Ja, immer her mit dem Flammenwurf. Ist auch nicht die gute Strategie. Ich hätte irgendwie ein Viech noch auf das werfen sollen, das richtig schwach ist und eine schwache Attacke machen. Ja! Ja! Alter, hat das gedauert. Hat das gedauert. Neuer Pokédex-Eintrag. Jetzt haben wir alle 3. Eines der legendären Vogel-Pokémon. Wer es zu Gesicht bekommt, ist ob seiner orangefarbenen Schwingen, die zu brennen scheinen, überwältigt. Ich bin überwältigt, so. Auf Bills PC in Box 2. Wirst gestopft, du kommst irgendwann ins Team. So, mit einem Erfolg aufhören. Ich denke, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.